Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Wie ihr sehen könnt, habe ich mal hier nennt sich der hier, der in den Zuckerstockknüppel rausgeholt. Der macht ein bisschen mehr Damage als wie den Baseballschläger, den wir besitzen. Leute, ich kann mich jetzt, es ist ein Tag später, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier stehen geblieben sind, wenn ich ehrlich bin. Bike ist hoffentlich leer. Nee, Bike ist eben nicht leer. Aber wo ist denn noch unser Sprit hin? Gut, okay, sorry Leute, dann machen wir das eben ganz kurz einmal schnell zusammen hier leer. Fragen. Okay, Leute, muss ich jetzt lügen. Wir müssten jetzt auch mal ganz kurz am Händler vorbeifahren, gucken, ob wir noch eine Quest kriegen oder ob wir da überhaupt noch eine kriegen. Ich weiß, dass wir letztens die Quest mit haben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ein neuer Tag ist oder vielleicht hätte ich mir die Folge jetzt einmal anstarten sollen. Aber ist dann halt so, ne? So, zeig mal bitte her hier, Kollege. Also es ist Tag neu, ist neuer Tag. Vergrabene Vorräte abholen, 1,5 Kilometer nördlich. Kilometer nördlich. Da haben wir noch gar nichts aufgedeckt, ne? Come back tomorrow and get new goods daily. 1,5. I could really use some help, friend. Torians 06. Ja, kommt, machen wir uns einfach mal. Leute, da fahre ich aber ohne euch hin, ne? Müssen wir jetzt nicht die ganze Zeit hier. Oder wo soll denn das sein? Da oben. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich da reinfahre, ne? In die City, in die Nähe vom Dorf. Ist es eine City? Hol ich euch kurz bei der City wieder. Ist es nur ein Häuslein? Sehen wir uns am Häuslein. Damit wir halt ein bisschen mehr Spaß haben. Bis später. So, wir sind gleich da. Es sieht nicht nach dem Städtchen aus, ne? Doch. Doch ein kleines Städtchen. Sah gerade von weitem nicht so aus, ne? Aber gut, vielleicht hätten wir nicht mehr viel einfahren sollen. Aber wir können ja dann mal ganz kurz. Crack a book! Gut, Leute, dann gehen wir gleich zuerst rein. Ah ja, nur mal so um zu zeigen, ne? Halt, stopp! Da wollte ich drauf. Ich habe die Stachelmod drinnen, ne? Aber wir sehen hier keine Stacheln, ne? Was ich eigentlich schade finde. Ich hätte echt gerne die Stacheln daran gesehen, ne? Okay, Leute. Sind wir schnell was zu trinken. Ja, das Ding ist halt nicht groß, ne? Oh. So, Leute, seit langem mal wieder eine Pistel in der Toilette, ne? Ich mache hier die Tür zu, falls hier irgendwas auf blöde Ideen kommen sollte. Dass wir. Ach, hier ist auch alles auf. Okay. Kurz und schmerzlos würde ich sagen, ne?
Ja, gehen wir gleich auf, ne? Das hier, kleine Büroabteilung, oder ein kleines Zuhause oder so. Küche fürs Personal. Und dann war es das Ganze auch schon. Mechanische Teile, die nehmen wir mit. Ja. Mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr von erhofft. Aber was soll ich machen? Können wir jetzt machen? Ach ja. Das ist so ein Anfängerputzer, ne? Los, komm, einen machen wir. Los, Dietrich, go! Ich weiß auch gar nicht, ob wir schon ein neues Werkzeug herstellen können, Leute. Ich glaube, ein Skillpunkt fehlt uns noch, ne? Damit wir da anständig das Werkzeug herstellen können. Fünfer, ne? Ja, mit der wenigen der Starter geht ja gar nicht. Nur kein Tiegel. Weil nämlich immer den Regen, ja gut, schwer muss die Stahlteile her, ne? Aber jetzt gerade spannend, wenn die Dinge dann. So. Ist das ein Zeichen? Glücksbrille minus 1. Nein, nehmen wir einfach mal mit. Kannst du lernen, wie dieser Gegenstand gefertigt wird? Fischtacos. Das ist doch was. Das ist doch was Feines. Aber jetzt mal ernsthaft, dafür, dass das ein Crackerbook ist, Leute, ne? Naja, gut, okay, kommt der Kopf, ne? Was soll's? Halt still. Ja, den haben wir. Das Hühnchen haben wir auch. Viermal Abi machen, ne? Komm, komm, ich erlöse dich. Bis auch die ärmste Sau, die hier rumkriecht. So. Welches Haus ist denn das, was wir hier machen sollen? Das hier vorne, ja? Das da vorne, okay. Leute, wir drehen einmal ganz kurz so ein bisschen, einmal gucken. Einmal so ein bisschen im Parkplatz fahren. Vor allen Dingen im Parkplatz. Vielleicht finden wir ja irgendwas bisschen Cars-mäßig oder so, ne? Dass wir vielleicht sagen könnten, ja, hier könnte man. Hier könnte man einen Tiegel vermuten. Ne? Aber wenn ich ehrlich bin, dieses Gebäude ist so eins. Ne? Nicht so stürmisch, Kollege.
Aber ein Lucky Punch, ne? Das war so ein Lucky Punch. Dass er da große Fresse haben kann. Aber du kannst mal eine Kleinigkeit essen, Kollege. Hier hoffe ich jetzt gerade noch. Knarrenrezept, das kennen wir schon. Wieso kennen wir das Knarrenrezept? Dann Knarre. Ja, war ja nur ein Einzelner. Und Stahl wollten wir dafür auch. Also, auch das bleibt uns verwehrt. Hier haben wir ein bisschen Munition. Blasebalg. Okay. So, meine Anlage. Ich glaube, hier war ich jetzt zum ersten Mal oben drauf. Ich glaube, hier oben war ich jetzt zum ersten Mal. 42 kann wegkommen. Ja, gut, schade. Hätte jetzt sein können, ne? Kleinen Bogen noch und dann gehen wir rein. Machen wir unser Questgebäude da, ne? Den lasse ich natürlich nicht stehen, ne? Vielleicht auch ein Schuss, oh, ein Schuss zu wenig. Und bestimmt zwei oder drei Schüsse zu wenig. Zu viel. Zu wenig, vor allem nicht. Files Bakery. Ja komm, geh mal rein. Das wird jetzt Arschlick gehen. Hoffnung statt zuletzt gehen wir, ne? Aber. Ja, so ist es halt. Ja. Hier irgendwie was, ne, normales Wassermäßig haben wir nicht, ne? Ja, passt schon. Dann gehen wir da mal rein. Na, aber ich glaube nicht, dass wir schaffen, die dann heute noch beim Händler abzugeben, wenn wir immer ein bisschen fixer sein müssen, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Ich habe sie gesehen, ne, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr so dran, ne? Das war die. Irgendwann irgendwo finden.
Die Hoffnung ist gerade mittlerweile ganz gewaltig eben am Sinken. Drücken wir es mal so aus. Ne? Hallo, Dicker. So, hier. Antibiotikum, ne? Wie heißt das Zeug? Steroide bestimmt irgendwo. Ja, siehst du, die Spritze war zumindest dabei, ne? Weit übersehen. Zip. So, wartet mal. Mal was gucken. Irgendwelche Preise waren. 100% Schütze, dass irgendwas von den Sportgeräten Stahl war. Nee, Mann. Aber anscheinend. Oder es wurde rausgepatcht. Oder rausgepatcht. Elektroteile. Mechanische Teile. So, auf jeden Fall müssen wir hoch, ne? So viel wissen wir schon mal. Aber ich glaube, ich probiere unseren Basie an, ne? Das sieht irgendwie. Irgendwie sieht das ein bisschen lächerlich aus. Das ist natürlich dann noch. Und so bin das Fleisch. Wäre doch auch geil, wenn man sich sowas in die Butze stellen könnte, ne? Selber herstellen, in die Butze rein und fertig. Hier geht es halt nicht weiter. Ist okay. Jawohl. Ja. Dann sei ein Artiger. Sei ein Artiger. Waffenschrank und geh 1 fix 3 auf. Das wäre supi. Das wäre total fein und nett von dir. So. Ja. Du willst es doch auch. Ich kann es förmlich spüren. Du bist ein nettes Ding, ne? Scheiße. Wollte ich lieber sagen, Basie raus. Das ist kein Basie. Wir haben Eisenlampen. Ne, das sind Eisenlampen. Okay, den können wir nicht aufheben. Das ist ein Bummtopf. Fertigungslevel haben wir heute. 2 Stück. Die Frage ist jetzt, wo packen wir die dann rein, ne? Bücherregel. Schade, kennen wir schon. Noch ein bisschen weiter hoch. Ja, gut. Die Korporalen haben wir richtig kleine gegeben, ne? So. Jetzt haben wir gerade pistelmäßig Glück, ne? Gucken wir mal ein auf glücklichen Sammler noch. Ah, kann man nicht. Level 2, ja, das ist ja alles schön. Ja, los, komm.
Irgendwie müssen wir ja langsam das Glück mal ein bisschen erzwingen, ne? Leute, ehrlich. Das ist jetzt ein bisschen dumm für dich gelaufen, ne? Wir wissen, wann dieser Stimme rausgekommen, Junge. Dann wäre das bestimmt interessiert. Hoffen wir mal, dass wir den jetzt mit einem Dings aufkriegen, mit einem Zug. Die Tasche da oben ist ratzfatz erledigt. Das Leute kriegen wir vielleicht die Quest doch noch abgegeben. Und dann. Ich mache jetzt keine fiesen Matten. Wir machen das jetzt einfach mal. Vielleicht können wir dann bei uns in der Unterkunft noch irgendwas machen. Oder. Ja, das Problem ist, wir sind voll, ne? Morgen war Händler Reset, ne? Klappere ich die Händler ab. Dann machen wir eine Händlertour. Morgen. Da freue ich mich jetzt. Über die 6er Armbrust, da freue ich mich drüber. Ja, mach kaputt das Ding, weil du kannst die Quest vergessen. Also manchmal überlegst du auch nicht, ne? So, Quest ist erledigt. Das wird so machen, ne? Mach die Tür jetzt einfach einmal zu. Guck mal hier schnell einfach mal rein. Einmal drauf gedrückt. Yes! Die muss auf jeden Fall mit, ne? Dafür. Ja. Glas weg. Was können wir denn noch rausschmeißen hier? Hier drei Stoff. Raketenteile. Wow. Jetzt wollt ihr das wissen, Leute. Boah, Leute. Ernsthaft. Und rote Farbe bleibt hier. Jucka, hier kommt wie ein Fett. Hey, warte mal. Komm. Gönn dir. Dreier-Schutte, ne? Das freut mich. So. Das lassen wir hierfür hier. Eine Alkohol.
du noch, ne? So. Und das Ding würde ich ganz gerne. Hier, die abbleiben. Abmarsch! Ich nicht gerade so ganz cool machen, ne? Von oben runter springt Bats und da ist die Knarre nicht nachgeladen, ne? Ja, da hinten ist eine Straße. Die werde ich jetzt einfach mal langknetern. Ja, ist das die Straße, die wir brauchen? Ich würde sagen, wir sehen uns einfach zu Hause wieder. Dann gucken wir mal, was wir zu Hause noch einstellen. Oder wollen wir einfach die Fahrt hier zusammen genießen im Dunkeln? Gucken wir, ob wir es schaffen, zum Händler zu kommen, das abzugeben. Schon mal ein Stück, ne? Ich behalte euch jetzt einfach dabei. Ich quatsche mir aber noch ein bisschen voll. Wie ist der Tag? Tag 25. Ja, wenn ich jetzt natürlich in die Richtung gefahren wäre, ne? Das wäre natürlich optimaler gewesen. Jetzt fahren wir quer mit ein, Leute. Wenn ich da jetzt tatsächlich fast in die falsche Richtung gefahren, ne? Heißt das Daumen drücken, ne? Das war auch da wirklich ankommen, wo wir ankommen wollen. Aber wir müssen jetzt irgendwie so ein bisschen um den Berg rum, ne? Boah, alles muss ich festfahren. Mach keinen Scheiß. Vorne ist ein Sandweg. Vielleicht kommen wir da irgendwie so ein bisschen rauf. Heute irgendwie so ein bisschen durch den Wind, Leute, ey. Bei der Arc-Aufnahme-Session schon ein bisschen blöd laufen, ne? Hier. Naja. Den lassen wir jetzt natürlich auch nicht hier. Das ist natürlich unzeitmäßig richtig knapp, ne? Wo ist mein Bike hin? Da bist du runtergerollt. Warum hast du denn so ein Blödsinn? Na egal, aber habt ihr gesehen? Pocket Bike, ne? Weil wir haben Pocket Bike, ne? Ich hätte gerne Motorrad noch genommen. Los, komm, gib das Baby. Komm, hol alles aus deinem Bike raus, was du kannst. War da eben gerade. Schau mal das. Ja, doch, komm, das Bike mal. Wir wollen jetzt hier irgendwo, wer weiß, wie festfahren. Sollte man das hinkriegen? Ja, kommt, wir sind gleich da. Sehr schön. Wurde jetzt doch nochmal ganz ein bisschen interessant, ne? Spannend. Vor allem, wenn er denn der Meinung ist, er müsse noch was anderes hier aufsammeln, ne? Aber viel Zeit haben wir nicht, ne? Ja, die Nacht über gehe ich dann halt einfach wieder ein bisschen in die Mine. Wieder ein bisschen Materialien raus und vor allen Dingen was wir machen müssen. Oder ich muss halt Leben holen, ne? Das werde ich jetzt die Nacht dann halt als Hauptprio machen. Leben.
Here you go, friend. Mich verarschen, Kollege, was ist denn dein Problem jetzt? Ich hab aber nicht gesagt, hier von wegen Zeit zum Gehen und so, ne? Drecksack, Alter, warte mal, ich glaub, du kriegst eine Kugel im Kopf, ey. Aber ne, hier ist die Tasche kann man nicht bewegen. Ne? Okay, Leute, dann gehen wir jetzt nach Hause, machen wir zusammen noch mal ganz kurz Taschen leer und dann gehe ich die Nacht über irgendwo ein bisschen Leben buddeln und gleich wieder so ein Parada-Drecksack, ne? Ich jetzt eigentlich haben wollte, war der Wolf. Genau dich. Genau dich wollten wir haben. Jedenfalls ich. Auch ordentlich Fleisch, ne? 20, 30 Stück, 35 Stück sogar. Sehr schön. Ja. Ja, da war nicht viel mit dem Fest abgehen, ne? So, guck mal, hier könnten wir auch wieder loslegen. Aber wenn, machen wir das mal früh. Oh, heiß aus da oben, ne? So, Moment, erst einmal. So, hey. Aha. Manchmal ist das alles auch ein bisschen komisch, ne? So. Aber ich hätte gern die Muni wieder. Und die Muni wieder, ne? So, dann das da rein. Das. Zack. Verändern. Das hier raus. Da werden wir gleich mal ganz kurz schnell noch zusammen gucken, weil da nicht irgendwie was anderes zusammen zu holen kann. So, eine Pumpgun hat eigentlich nichts Schalldämpfermäßiges zu suchen. Ne? Dann machen wir schnell das Bike um, schnell noch leer. Ja, passt schon. Denke ich halt ein bisschen Leben besorgen. Zur Not fahre ich halt einmal los noch und gehe in die Mine. So. Bin ich so gut wie vorhin? Nee, bin ich nicht. So, einmal ganz kurz reingucken, Leute. Hier haben wir alles drin, ne? Das ist auch drin. Okay, sehr schön. Das ist eine Helmlicht. Hier, verbesserte Genauigkeit, Handhabung beim Zielen. Beim Zielen mit Waffen, ne? Die könnten wir hier reinmachen. Aber bitte einfach kein Schalldämpfer, ey. Feuerstoß-Mod. Geht die vollautomatische Mod da rein? Geht beides nicht da rein? What? Ja, müssen wir wohl doch wahrscheinlich wieder den Dings reinmachen, ne? Den Schalldämpfer. Naja. Dann machen wir den Schalldämpfer doch wieder rein. So ganz, ne? Hier stimmt das nicht. Ich hätte doch nicht.
Warte, haben wir hier noch irgendwie noch was rumfliegen oder so? Nee, ne? Verändern. War hier nur irgendein Watt rumfliegen? Schaut alles nicht so aus, ne? Leute, absolut nichts mehr rein. Absolut nichts mehr rein. Dann müssen wir das jetzt erstmal hier reinballern. Aufgeräumt wird später. Kaffee. Essen, trinken habe ich noch. Leute, gehen ein bisschen buddeln. Wir sehen uns morgen früh wieder, ne? Und dann klappen wir mal die Händler ab. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann euch die Folge anschaut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Spiker.